Hallo Leute, seid willkommen, euer Regen am Start. Und zwar geht's um das Holz. Diesmal um Sequoia-Holz. Und zwar, ja, das ist relativ selten. Wir können es im Moment aktuell nicht abbauen. Wir haben keine Fähigkeit dazu. Holzfäller-Fähigkeit 21 ist das Ganze denn möglich abzusammeln. Und da möchte ich euch gerne mal erzählen, wo das Ganze wächst. Ich habe hier in der Region schon sehr viel gequestet und denke doch mal, mich ganz gut auszukennen, wo das Ganze denn da so vorkommt. Und zwar, wir haben erstmal den Abbauskill 21, das ist ja klar, und dann ist der Preis, der Ladenpreis 83 Gold. Damit ist es hier im Aslantal eigentlich schon ein relativ wertvolles Material. Das einzige Holz, was diesen Preis dann überhaupt bekommt. So, wir reiten hier einfach mal eine Runde rum und werden mal sehen, ob wir da hier noch ein bisschen mehr von auftreiben können oder ob das jetzt hier alles schon war. Denn es ist ja von Häufigkeitsgrad her selten. Also steht das nicht an jeder Ecke und ringsherum. Und wir gucken mal, ob eins kommt oder nicht. Ja, also da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr von gesehen. Also heute hat es nicht so richtig Lust, hier gehäuft sich blicken zu lassen. Da wir es dann nicht abbauen können, können wir es nicht abbauen. Und deswegen gilt das oder kommt das Bohren natürlich nicht nochmal irgendwo anders raus und vor. Aber ich spiele schon ganz alleine und von daher denke ich doch mal, kenne ich mich relativ gut aus, wo das Ganze zu finden ist. Wir haben die Region hier schon mehrfach durchgequestet. Das heißt, ist hier nicht mein erster Charakter und von daher weiß ich eigentlich, dass hier eigentlich Vorkommen in dem Gebiet praktisch sind. Wenn die anderen Hölzer natürlich nicht abgebaut werden, dann können auch die Vorkommen nicht irgendwann da an dieser Stelle mal wieder spawnen. Wir haben hier jetzt so ein bisschen Pech, wirklich, dass wir das nicht vor die Linse bekommen. Ist natürlich schade. Reiten wir hier noch eine kleine Runde durch die Gegend und schauen mal, ob wir hier drüben am Neumondwald eher ein bisschen Glück haben, weil da ist es eigentlich ebenfalls noch relativ oft gesehen. So, da haben wir unser nächstes Vorkommen. Gehen wir auch mal kurz auf die Karte. Wir hatten schon gesagt, wo wir uns befinden, ist hier im Aslantal und da ist eigentlich Aslantal Vorkommen und im Drachenzahngebirge. Ich bin da lieber im Aslantal unterwegs und im Aslantal haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir haben hier unten, wie gesagt, sehr gehäuft oftmals Vorkommen um den See des Schweigens. Dann hier drüben und ebenfalls hier. Wir sind jetzt, ja, wie hier bei der Brücke, auf der Seite kann es natürlich ebenfalls vorkommen. Vielleicht hätten wir jetzt wirklich nur Pech, da es ja selten ist. Ist vielleicht an genau andere Seite gerade da gewesen. So, wer das Material sucht, sollte hier im Aslantal eigentlich fündig werden. Wir haben hier oben, wie gesagt, vorkommen. Es kann hier und eigentlich auf der kompletten Karte vorkommen. Am Ende vom Silberquell wurde es auch schon gesehen. Wo haben wir es denn? Silberquell. Ja,
einmal weg bitte. Da haben wir, wenn ihr oben im Bereich bei Tangena, dann ebenfalls noch die Möglichkeit, das Holz einzusammeln. Hier unten ist es wirklich eher fast nie am Vorkommen. Also da habe ich es eher, ich glaube, ein oder zweimal gesehen, aber das ist relativ selten, wenn man da wirklich Stunden oder Aberstunden unterwegs ist. Wie gesagt, ich würde es eher hier oben versuchen und dann dort, wo wir uns gerade befinden, in die Richtung. Wir haben hier vom Silberquell aus gute Möglichkeiten, das eigentlich zu finden. Das Sequoia-Holz. So, ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen helfen. Abbauen kann ich es ja wie gesagt nicht, ist jetzt allerdings wegen Umskillen quasi nicht möglich. Man kann ja halt nicht drei Berufe erlernen in dieser Stufe und von daher denke ich doch mal, konnte ich trotzdem ein wenig helfen, weil man sieht es ja natürlich trotzdem. Drückt euch die Daumen, wenn ihr das Material sucht, dass es auch im gehofften Maß findet. Und sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann schreibt gerne auch mal was in die Kommentare. Danke, euer Remi.